Willkommen bei Salon Dark, wo wir gerade eine große Odyssee erleben, wie wir sie noch nie erlebt haben in Salon Dark. Eigentlich haben wir den letzten Part damit angefangen, 3 Tage lang im Damm überleben zu wollen und jetzt sind wir im Pleasant Valley. Wie wir hier hingekommen sind, fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung, wirklich gar keine, null. Ich weiß gerade nicht mal, wo wir sind. Es ist der Wahnsinn. Wirklich gut. Dieses Spiel ist wie so eine Überraschungstüte. Ich weiß, wo wir sind. Da oben ist der Funkturm. Deswegen war da der Bär. Das ist der Funkturmbär. Wir sind am... Ach, Mäuschen. Schaffen wir das noch? Wir sind am anderen Ende von Pleasant Valley. Krass. Wow. Ich würde jetzt ja sagen, wo wir jetzt schon hier sind, machen wir natürlich das abgelegene Geschäft, aber was ich auch sagen würde ist, oder mich frage, ob wir dann gleich zum Timberwolf Mountain gehen, aber ich weiß nicht, was es, was, also, was davon der, das ist, der Ort, wo wir dahin müssen. Ich habe mich bestimmt gerade total klar ausgedrückt. Ja. Ich würde natürlich am liebsten durchlaufen bis zum Geschäft, aber ich weiß auch, dass da irgendwo ein Wolf ist unterwegs. Und ich weiß nicht, ob Anna das noch schafft bis dahin. Krass, man kommt sozusagen irgendwie... Naja, was wären jetzt... Naja, okay, vielleicht wäre ich in die andere Richtung gelaufen wäre, wo der Bär herkam, dann wäre ich vielleicht halt an einer... woanders halt weiter vorne rausgekommen. Wahrscheinlich. Wow. Einfach nur wow. Was für eine Aufnahme. Ja, wir bewegen uns in schnellstmöglichen Tempo fort. Ich merke, wie ihr förmlich ausflippt vor dem Bildschirm da zu Hause. Nicht ausflippt, weil es so gespannt ist, sondern ausflippt, weil ihr unbedingt wollt, dass ich Gewicht ablege. Ich glaube, ich gehe wirklich weiter, ne? Ich halte mich jetzt nicht hier noch irgendwie auf, irgendwo. Schaffen wir das noch bis zum Geschäft? Das ist wirklich... Es ist ein Stück bis zum Geschäft, ne? Wenn der Wind so weitermacht, dann bereitet er uns kleine Probleme. Wie viel habe ich denn... Jetzt geht es gerade wieder ein bisschen besser. Einfach nur, weil der Wind gerade besser steht, wahrscheinlich. Der sollte mal von hinten kommen. Dann würden wir richtig gut... So ein Rückenwind wäre traumhaft. Ich wollte heute auch ehrlich gesagt gar nicht so viel aufnehmen. Aber jetzt... fand ich das selber alles so spannend und faszinierend, dass ich einfach weiter aufgenommen habe. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, bei welchem Part wir sind. Ich weiß es nicht. Eieiei. So, ich gehe mal ein bisschen schnurstracks weiter. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es noch bis zum abgelegenen Geschäft und können da ja dann endlich unsere 3 Tage verbringen. Das wäre ja toll. Dann hätten wir das schon mal hinter uns. Ich fasse es wirklich nicht. Ich fasse es nicht. Und dann sollte ich mal anfangen, mir wirklich... Ich guck mal, wenn wir dann im Geschäft sind, sollten wir das jemals schaffen...
bevor uns der Hase da vorne an der Kehle springt, mal zu gucken in dem Journal, wo was davon der Timberwolf Mountain sein könnte. Überlegt die ganze Zeit, ob es die Steinkirche ist. Nur irgendwie. Das, was wir vom Timberwolf Mountain gesehen haben. Na Mensch! Herr Hase, passen Sie auf, wenn Sie über die Straße laufen. Was wir bis jetzt vom Timberwolf Mountain gesehen haben. Da war nicht viel mit Steinkirche, ne? Und ich kann mir beim da nun wirklich nicht vorstellen, dass irgendwo eine Kirche stehen sollte. Da ist ja dieses Haus schon irgendwie leicht seltsam. Obwohl es wirklich an der Stelle wirklich sehr gut hinpasst. Von daher, ich würde so gern jetzt in dieses Auto steigen und bis nach vorne hinfahren. Ist das hier die Herzschmerzbrücke? Ja. Ich würde gerne wissen, warum die Herzschmerzbrücke heißt. Hat hier mal jemand sein Herz verloren? An eine Frau oder einen Mann? Ich hoffe nicht, dass es damit was zu tun hat, dass er hier runtergesprungen ist. Das fände ich nicht gut. Oh, ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, ob wir das schaffen bis zum Geschäft. Ich könnte versuchen, mir einen Kaffee zu machen. Da läuft ein Reh und irgendwo hier läuft auch immer ein Wolf lang, das weiß ich. Da ist diese kleine Hütte. Oh Mann, ey. Was wartet nur? Was wartet nur? Also, mich würde ja immer noch interessieren. Mhm, ja, schräg stehen. Gar kein Problem für Dreh. Mich würde wirklich noch immer noch interessieren, ob es da irgendwie auch einen Weg zurück gibt. Weil, wie gesagt, für mich ist immer noch die gleiche Aufnahme. Sollte das jemand schon kommentiert haben, dann danke. aber ich habe es dann noch nicht gelesen, logischerweise. Ich bin, glaube ich, sogar eine Woche voraus. Vielleicht sogar von den Aufnahmen her. Reh, könnte es vielleicht den Wolf ablenken? Sollte der hier irgendwo sein? Das wäre toll. Oh je, meine, ich hoffe, wir schaffen das. Oh, jetzt juckt schon wieder mein Auge. Das ist gut. Diese Geräusche. Diese Geräusche. Der lief doch immer hier so lang, ne, der Wolf. Ey, könnten wir auf den letzten Loch pfeifen, könnten wir es schaffen. Wir würden das wahrscheinlich auch eher schaffen. Wenn man ein bisschen was ablegen würde. Ja, das ist mir auch klar. Ey, wirklich, was wartet? Ich bin immer noch, ich bin begeistert. Uns wurde der langweilige Gluthügel-Minenweg einfach mal, ja, abgenommen. Durch einen anderen ganz tollen Weg. Wirklich, ist das diese Tür? Mann, ey. Da hoppelt das Häschen. Das ist, sieht eindeutig nach mir aus. Das sind die... Oh Gott, Anna! Erschreckt mich nicht so. Um Gottes Willen. Die macht an den falschen Stellen die falschen Geräusche, die Frau. Ganz schlecht. Wir haben es gleich, Mäuse. Wir haben es gleich. Kriegen wir hin. Schaffen wir. Ich glaube an Anna. Dass der jetzt kein Wolf war, irritiert mich auch ein bisschen, muss ich sagen. Ach, ich möchte das jetzt schaffen. Und wenn ich einen Kaffee trinke, ist mir das egal. Muss Anna halt mal einen Kaffee trinken.
Und ich muss ein Feuer machen. So, jetzt kommt hier die Brücke und da hinten müssen wir da dann irgendwann mal da sein. Hoffe ich doch. Brücke der Einkehr. Irgendwie ist mir der Pleasant Valley gerade viel zu friedlich. Das irgendwas ist hier falsch, wirklich. Wir schaffen das. Oh Gott, ich glaube an uns. Wir schaffen das. Yeah, yeah, yeah. Da unten steht ein Reh. Ich hoffe, dass nicht von rechts irgendwas ankommt, was uns an die Klamotten möchte. Ich bin genauso ausgelockt wie Anna gerade, glaube ich. Mit großer Sicherheit. Ich wünsche der Frau wirklich, dass die jetzt einfach dann in diesem Geschäft ankommt und mal kurz innehalten kann. Das wäre wirklich gut. Sehe ich hier irgendwas? Na, sieht ruhig aus. Wer hat noch kurz vorher... was ist denn hier? Na nö. Ein Grafikfehler. Oder ist es ein Schattenfehler? Nee, ist es ein Grafikfehler. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Ich bin noch sehr still, weil ich irgendwie sehr still gerade bin. Wir haben es gleich geschafft. Vertraut mir. Wir schaffen das. Stan ist ein Wolf. Jetzt rede ich noch weniger. Oh Gott, ich sehe da schon die Häuser. Ganz ruhig. Der ist noch wirklich ein Stück weg. Der ist noch ein Stück weg. Der gute, gute Wolf. Der sollte uns eigentlich nicht sehen. Hoffentlich ist das so. Das wäre sehr gut für uns. Und unsere Gesundheit und unseren Zustand für die gute Anna. Oh Gott. Oh Gott, Anna, zieh! Komm mir gerade vor wie in so einem Traum, wo du nicht rennen kannst. Eieiei. Slow-mo in the long dark. Heiliger Bimbam. Was für eine Geburt, wirklich. So was hat er auch noch nicht erlebt hier. So was habe ich noch nicht erlebt. Oh Gott, Anna, jetzt komm. Zieh einfach durch, bitte. Ich zieh das auch schön durch, ne? Ich könnte sie ja mal erleichtern, will ich aber gar nicht. Wenn ich gar nicht gerade wüsste, mit was. Okay, ein komisches Geräusch, wenn ich ehrlich bin. Das klingt wie eine Flagge. Ich hab grad Angst, weil hier eigentlich nur so eine Flagge ist. Natürlich ist das abgelegene Chef bei der abgelegenen Kreuzung. Liegt ja nah. Oh Gott, Leute, ich möchte ja nicht sagen, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. I'm gonna need to rest soon. Gar kein Problem. Und ich hab euch wirklich bis hierhin überhaupt gar nicht gut unterhalten, weil ich die ganze Zeit so angespannt war. Wir haben es geschafft. Alter Schwede, Anna. Anna, meine Süße, pass auf. Trinke was.
Esse was. Hier, hau dir dicke Fett Erdnussbutter rein. Hast du dir verdient? Und dann schlafen wir erstmal eine Runde. Himmel, Himmel, Arsch und Zwirn, ey, wirklich. So. Huch. So. Ab, Peter, Peter. 5 Stunden schlafen. Oh Mann, ey. Oh mein Gott. Ah, endlich. Endlich können wir wieder 3 Tage irgendwo übernachten. Immer noch schläfrig. Na komm, 3 Stunden gehen noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt. Und jetzt geht's. Ich muss ehrlich sagen, jetzt geht's mir ein bisschen besser. Jetzt bin ich nicht mehr so angespannt. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, dass wir sogar gerade etwas von der Aufgabe erledigen, von der Herausforderung. Was ich noch nicht so richtig weiß, ist, wie wir dann als nächstes vorgehen. Wie schlafen wir noch 3 Stunden, wenn das geht? Wahrscheinlich nicht. So, ich gucke mal kurz was. Zerbröckelte Schnellstraße Keller. Ich glaube, das ist das, was hinter der Küstenstraße kommt. Da war mir doch so, als ob da was von zerbröckelt stand. Dann hätten wir den Leuchtturm, der ist auch auf jeden Fall da. Die Berghütte. Die Berghütte ist die beim Timberwolf Mountain, ne? Verlassener Aussichtsturm. Wo soll der denn sein? Verlassener Aussichtsturm. Ist irgendwo... Förster-Aussichtsturm, das weiß ich. Das beim Rätselsee, da waren wir sogar mal bei diesem Aussichtsturm. Aber verlassener Aussichtsturm? Berghütte, ja. Dann ist das vielleicht alles diese nach der Küstenstraße. Hier, das hier ist so, sozusagen fast wie eins, abgesehen von dem Kohlebergwerk, warum auch immer das da ist. Gibt es da einen Aussichtsturm beim Timberwolf Mountain? Eher nicht, oder? Kann ich mir gerade nicht so vorstellen. Komm, wir warten jetzt mal. Oh Mann. Ich weiß, dass hier ganz viel Trinken, glaube ich, noch rumsteht. Wir haben ja hier nicht alle mitgenommen, wenn ich mich nicht irre. Oh, und das wird hell. Ein Traum. Ha! Wow. Sehr schön. Haben wir überhaupt Trinken hier gelassen? Haben wir überhaupt was hier gelassen? Ja, da ist Trinken drin. Oh Mann, oh Mann. Wirklich. Die Erdnussbutter hält gut. Ja, cool. So, na dann geht's weiter mit dem Warten. In mir schwirrt immer noch die Frage, hätten wir da irgendwie... Was das ausmacht? Ich bin einfach nur durch eine Tür gegangen und dadurch habe ich den kompletten Verlauf eigentlich geändert. Komm mir gerade vor wie in so einer Inception. Total seltsam. Hätte ich das nicht gemacht, wären wir jetzt irgendwo im Rätselsee irgendwo unterwegs. Nee, jetzt sind wir wieder beim Pleasant Valley. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Mann, Mann, Mann. So. Dann warten wir nochmal. Genau, wir warten genauso lange, bis es dunkel wird. Super, und dann können wir wieder schlafen. Vorsichtig nochmal was trinken. Ausgelaugt. Ausgelaugt vom Warten. Wer kennt das nicht? Genau. Da sagst du was. Erstmal ein bisschen Trockenfleisch. Wir haben es ja. So, und dann schlafen wir wieder. So einfach geht das hier. Haben wir wirklich schon lange nicht mehr gemacht. Wir sind jetzt ja irgendwie die letzte Zeit dafür nur noch rumgeirrt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir haben ja schon Durst. Sollten uns vielleicht mal Wasser abkochen. Weil davon hängt jetzt nur noch... Okay, dann trinken wir mal hier noch die Dose. Super. Sehr, sehr schön. Ah ne, ausruhen, ne? Wir waren ja müde, glaube ich. Ich sollte auch mal was trinken kurz. Selbst wenn der Part gleich vorbei ist, hat sich total gelohnt. Hätte ich auch danach trinken können, aber nein. 24 Tage, wie schnell das hier vergeht. Wie schnell sind wir denn hier jetzt?
Die Hälfte haben wir schon geschafft. Na, dann würde ich sagen, in der nächsten Hälfte oder die andere Hälfte schaffen wir auf jeden Fall im nächsten Part. Auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, was... Oh Gott, ey, ich dachte, der Bär war das Highlight hier von dieser Herausforderung. Nein, der Bär war gar nichts. Der Bär war ja Kikifatz dagegen. Meine Güte. Ich danke euch fürs Zuschauen bei dieser Odyssee und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.